Auf der Wiese schert der Schäfer ein Schaf. Im Sommer essen die Kinder ein Eis. Am Morgen rasiert der Mann seinen Hut. Das kam unerwartet, nicht wahr? Mit dem EEG können wir diesen Überraschungseffekt sogar sichtbar machen. Die menschliche Sprachverarbeitung erfolgt in mehreren Stufen. Zuerst wird die Lautebene analysiert. Erst danach wird die Bedeutung erfasst. Erwartbare Wörter sind leichter zu verarbeiten als unerwartete. Schauen wir uns ein Beispiel an. Am Morgen rasiert der Mann seinen Bart. Am Morgen rasiert der Mann seinen Hut. Hut ist in diesem Satz schwieriger zu verarbeiten als Bart und erzeugt deshalb einen höheren Ausschlag im EEG. Der Unterschied der beiden EEG-Signale ist typischerweise etwa 400 Millisekunden nach Beginn des kritischen Wortes am größten. Daher wird das Phänomen als N400-Effekt bezeichnet. Untersuchungen zum N400-Effekt wurden auch im klinischen Kontext an Wachkoma-Patienten durchgeführt. Bei manchen von ihnen konnte der N400-Effekt nachgewiesen werden. Das heißt, obwohl man keine Unterhaltung mit ihnen führen kann, kann ihr Gehirn trotzdem zwischen erwartbaren und unerwarteten Wörtern unterscheiden. Diese Patienten hatten eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu erholen. Das Problem ist, dass die Kurve einer einzelnen Messung einen sehr hohen Rauschanteil hat. Erst durch Mittelung können wir überhaupt eine Aussage treffen. Der N400-Effekt wurde bisher vor allem in Gruppenstudien untersucht. Um ihn aber für die Prognose von Patienten zu nutzen, müssen die Daten im Einzelfall auswertbar sein. Bisherige Studien haben gezeigt, dass die Detektionsrate des N400-Effekts im Einzelfall sehr niedrig ist. Mit neuen Testsätzen wollen wir die Detektionsrate des N400-Effekts erhöhen. Wie genau der N400-Effekt aussieht, hängt von vielen Faktoren ab. Wir haben uns speziell auf einige linguistische Faktoren konzentriert. Je größer die Differenz im EEG zwischen erwarteten und unerwarteten Wörtern ist, desto höhere Detektionsraten können wir erzielen. Hierfür mussten wir Satzkonstrukte finden, die ein besonders hoch erwartbares Endwort besitzen. Um nun für jeden dieser Sätze wiederum ein besonders unerwartetes Endwort zu finden, haben wir die vorhandenen Endwörter nach bestimmten Kriterien untereinander ausgetauscht. Mit diesen aus linguistischer Sicht optimierten Sätzen haben wir im Vergleich zu bisherigen Studien eine sehr gute Detektionsrate bei gesunden Versuchspersonen erzielt. Dies ist ein wichtiger erster Schritt in Vorbereitung für eine Langzeitstudie mit klinischen Patienten. Eine solche Studie wird helfen, die Bedeutung des N400-Effekts für die Prognostik zu klären.